Mahlzeit und herzlich willkommen bei der Whiskellerie. Mein Name ist Chris und heute möchte ich gerne ein Vertical Tasting der Bushmills Steamship Collection machen. Ich hatte ja vor kurzem schon den 21-jährigen Bushmills probiert, welcher das Flaggschiff der Brennerei darstellt, und auch im letzten Tasting hat dieser Whisky mich wieder abgeholt. Und unter anderem hatte ich dort auch schon die sogenannte Steamship Collection. Diese Steamship-Abfüllungen wurden ja zu einem ganz bestimmten Jubiläum abgefüllt, nämlich zu dem 125-jährigen Jubiläum der SS Bushmills. Die SS Bushmills war damals ein Transportschiff, welcher die Whiskys aus Irland von der Brennerei Bushmills in die Welt getragen hat. Und anlässlich dieses Jubiläums hatte man dann eine entsprechende Steamship Collection auf den Markt gebracht. Das fing an mit einem Sherry Cask und anschließend folgten noch weitere Whiskys, welche in Bourbon, Port und Rumfässern gereift sind. Und diese vier Whiskys möchte ich heute mal einem sogenannten Vertical Tasting miteinander vergleichen, um mal schauen, was mir diese Whiskys letzten Endes geben. So ein Vertical Tasting habe ich auf unserem Kanal bisher noch nicht gemacht. In der Regel verkosten wir nur einzelne Flaschen oder vergleichen zwei Flaschen miteinander. Aber ich habe mir bei diesen vier Abfüllungen mal überlegt, probierst du die mal alle hintereinander weg, um auch mal zu schauen, nicht wie gut diese jeweiligen Whiskys sind, sondern um auch zu schauen, ob ich hier einen bestimmten Charakterzug in jedem einzelnen dieser Whiskys wiederfinde. Finde ich auch mal ganz interessant. Tja, die Reihenfolge habe ich folgendermaßen ausgewählt. Ich fange mit dem Bourbon-Fass gereiften Whisky an, gehe rüber zum Rum-Cask, dann zum Sherry und dann zum Portwein gereiften Whisky. Ja, ich hatte ja auch im letzten Video von dem Bushmills 21er erwähnt, dass Bushmills unter anderem auch ein Massenprodukt ist, wo halt entsprechende Eckdaten wie Non-Age-Statement, 40% kühlgefiltert gefärbt, oftmals sich vorfinden lassen. Und genau das haben wir bei all diesen Whiskys vorliegen, leider. Also Transparenz, schon mal vielleicht ein kleiner Minuspunkt, aber letzten Endes kommt es natürlich auf den Geschmack an. Und der ist entscheidend und da will ich mich von solchen Eckdaten natürlich erstmal nicht aus der Fassung bringen lassen, sondern will ganz unvoreingenommen an diese Whiskys rangehen und mal schauen, vielleicht ist ja einer bei, der mich komplett vom Hocker haut oder vielleicht alle. Wer weiß, mal schauen. Fangen wir mal an mit dem Bourbon-Fass gereiften Whisky. Wie schon eingangs erwähnt, ist dieser Bushmills Bourbon Cask gefärbt, deswegen kann ich leider nichts zur Farbe sagen. Des Weiteren ist er kühl gefiltert mit 40% abgefüllt und gelagert in First Fill Bourbon Fässern. Ja. Auch Alter, wie gesagt, liegt hier nicht vor, aber mal schauen, was der Whisky mir letzten Endes so in der Nase sagt. Oh ja, sehr süß direkt zu Beginn. Ganz dominante Honignote. Vanille, sogar eher in die Richtung Vanillezucker. Würzig, Richtung Pfeffer. Ich bekomme jetzt auch ein leichtes Kokosnuss-Feeling dabei. Leichte Eichenanklänge. Ah, und jetzt kommt langsam die Frucht auch ein bisschen durch. Säuerlich, heller Obstkompott Richtung grüner Apfel und Kiwi. Mehr noch Kiwi als der grüne Apfel. Und jetzt bekomme ich auch so einen Anklang von Milchschokolade. Also ist in dem Whisky ist schon an der Nase einiges wiederzufinden. Ja, will mal probieren. Cheers.
Also der startet überraschenderweise erstmal verhältnismäßig für 40% relativ kräftig. Schöne, knackige, pfeffrige Würze und dann verbindet sich das wunderbar mit diesem Vanille-Honig-Aroma. Weniger jetzt die Früchte, dafür kommt die Milchschokolade noch mal ein bisschen durch. Oh ja, der zweite Schluck etwas milder als der erste Schluck, aber trotzdem, es ist ein in sich stimmiger Whisky, sehr harmonisch, sehr abgerundet, ohne Ecken und Kanten, vielleicht minimal diese Würze, aber auch die ist eigentlich sehr gut eingebunden und verbindet sich wirklich schön mit diesem süßen Aroma Richtung oh, Vanille, Zucker, Honig, genau das ist es. Wie gesagt, weniger dieses Säuerliche, was ich auch in der Nase hatte. Und zum Abgang diese Milchschokolade, ein bisschen Eiche dabei, die Süße vom, das ist doch der Honig weniger, die Vanille, die verliert, aber der Honig, der bleibt. Ja, gefällt mir ganz gut. Nichts Spektakuläres, nichts, was man jetzt, also nichts Neues jetzt, was man jetzt jemals schon mal nicht hatte. Preislich, und hier komme ich jetzt zu einem kleinen Problem. Preislich liegen diese Whiskys, wenn man die einzelnen Online-Shops miteinander vergleicht, teilweise massiv auseinander. Wie habe ich das Ganze jetzt gemacht? Es gibt ja zum Glück die Whisky Base, wohin einige Online-Händler diesen Whisky inseriert haben. Und da gibt es eine bestimmte Option, nämlich die Average Value, also den Durchschnittswert eines Whiskys. Und da versuche ich mich so ein bisschen dran zu messen. Wir haben hier einen Durchschnittspreis von ca. 42, 43 Euro. Das günstigste, das sage ich jetzt auch nochmal dabei, sind 31 Euro, was ich bei diesem Whisky gefunden habe. Das, was man auch noch dazu sagen muss, dieser Whisky kommt in einer 1-Liter-Flasche. Und für 32, 33 Euro ist das in Ordnung. Für 31 Euro mehr als fair. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Also wie gesagt, nichts spektakuläres. Es ist ein leckerer Easy Drink Whisky, der schon eine gewisse Komplexität mitbringt. Meiner Meinung nach kann man diesen Whisky ganz gut als Dosenöffner in einem schönen Tastingabend mitnehmen. Ja, schöner Tropfen. Gehe ich mal rüber zum Sherry fast gelagerten Whisky. Tja, kleiner Versprecher. Ich hätte natürlich eingangs gesagt, dass ich erst nach dem Bourbon fast gelagerten Whisky den Rum Cask gelagerten Whisky probiere und genau da mache ich jetzt weiter. Ja, dieser Whisky unterscheidet sich von den Eckdaten tatsächlich erstmal nur aufgrund der Reifung. Nämlich ist dieser Whisky in First Fill Caribbean Rumfässern nachgereift. Die Vorbelegung, das wären wahrscheinlich auch hier Bourbonfässer gewesen sein. Und worin sich dieser Whisky vor allem zum Vorgänger unterscheidet, ist der Preis. Der ist nämlich massiv teurer. Hier sind wir bei einem Durchschnittspreis circa bei 93 Euro. Startet bei dem günstigsten Online-Händler circa bei 80 Euro. Tja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr knackig. Und wir haben im Gegensatz zum Bourbon-Fass gereiften Whisky auch keine 1-Liter-Flasche, sondern wieder die Standard 0,7-Liter-Flasche. Also der Whisky muss jetzt natürlich einiges mehr zu bieten haben als der Bourbon-Fass gelagerte Whisky. Und mal gucken, ob er das kann. Der Rum ist sofort da. Auch hier ist sehr süß, geht in Richtung brauner Zucker. Karamell und Toffee. Ich habe aber auch hier wieder diese Honignote dabei. Die ist nicht ganz so präsent wie beim Bourbon Cask, aber vorhanden. Der schmiegt sich so ein wenig hinter diesem Rum, der hier schon wirklich vordergründig ist.
aber das gefällt mir wirklich ganz gut. Und dieser Rum, der geht für mich in so eine exotische Fruchtnote rein Richtung Mango. Also Mango-Maracuja ist das. Ganz leichte Anklänge auch hier wieder von Kiwi und auch ein bisschen Birne dabei. Und auch eine ganz interessante Gewürznote. Das ist für mich Kurkuma. Das hatte ich in bisher noch gar keinem Whisky gehabt. Also ich koche ganz gerne mal mit Kurkuma. Ist ein sehr leckeres Gewürz. Da muss man nur aufpassen, weil dieses Gewürz sehr stark färbt. Die Lebensmittel sind danach alle gelb. Aber das passt für mich wirklich wunderbar hier rein. Sehr interessante Nase. Aber ich finde, hier merkt man so ein bisschen, dass man einen 40-prozentigen hat. Nicht unbedingt einen 40-prozentigen, aber einer so 40 bis maximal 43, 44%. Weil hier sticht wirklich nichts nada in der Nase. Sehr weich. Sehr zarter Geruch auch teilweise. Außer diese Rumfässer, die machen sich schon wirklich bemerkbar. Will ich auch hier mal probieren. Cheers. Oh, der erinnert mich in einigen Zügen an den 21-jährigen Bushmills, weil der genau diese Fruchtkomponente hat, die auch der 21-jährige mitbringt. Das ist diese exotische Fruchtkomponente Richtung Mango Maracuja. Auch hier wieder der Honig, leichte Milchschokolade dabei. Ja. Ist ein leckerer Tropfen. Wenn ich mir eine Sache bei diesem Whisky gewünscht hätte, dass er noch ein bisschen mehr in Geschmack, an Intensität mitbringt. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Whisky plump ein bisschen mehr Kraft mitbringt, sondern dass die Aromen einfach, ja, wirklich ein bisschen besser zu spüren sind. Weil das ist wirklich auch hier sehr mild, sehr zart vom Aroma her. Im Abgang können sich nicht viele Aromen halten. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass dieses Rumaroma, diese Frucht, die sie mitbringt, diese schöne, dezente Würzigkeit, dass sich die bis zum Abgang hält. Aber mit zunehmendem Speichelfluss verliert dieser Whisky schnell. Aber das ist auch wirklich der einzige Wermutstropfen. Der Geruch gefällt mir, der Geschmack gefällt mir ganz gut. Das Einzige, wo ich sage, ist ein bisschen die Intensität der Aromen. Die hätten vielleicht noch ein bisschen mehr vertragen, damit sich der Whisky auch zum Abgang wirklich halten kann. Also der Rumgeschmack bleibt erhalten, auch so wie diese Honignote. Aber ich will noch einmal probieren. Ja, also genauso wie beim Bourbon Cask. Wirklich ein in sich stimmiger Whisky, komplett abgerundet. Also auch hier keine Ecken und Kanten oder so. Preislich, boah, 90 Euro. Ne, würde ich nie im Leben dafür ausgeben, trotz dass er wirklich ganz lecker ist. Auch die 80 Euro finde ich zu teuer für diesen Whisky. Grenzwertig. Was würde ich für diesen Whisky ausgeben? Maximal 50 bis 60 Euro. Also mehr ist das leider für mich nicht wert.
trotz dass er ganz lecker ist. Aber wie gesagt, ich habe die Punkte schon angesprochen, wo ich sage, die gefallen mir jetzt nicht ganz so gut. Und da will ich schon für dieses Geld wirklich für mich einen Whisky haben, der wirklich von vorne bis hinten mich überzeugt. Und das tut der Whisky größtenteils. Aber wie gesagt, in einigen Aspekten wie Abgang, Intensität, der Aromen, da ja, lässt er ein paar Wünsche offen. Aber gut, ist auch kein schlechter Whisky. Jetzt mache ich mal weiter mit dem Sherryfass gelagerten Tropfen. Der Sherryfass gereifte Whisky aus der Bushmills Steamship Collection ist genauer gesagt gereift in First Fill Oloroso Sherryfässer. Hört sich schon mal sehr geil an. Wie auch hier 40% kühlgefiltert gefärbt und keine Altersangabe. Mal schauen. Oh, oh, oh. Also First Fill Oloroso Sherry. Bekomme ich hier gar nicht in der Nase. Wirkt im Gegensatz zu den beiden anderen Kollegen vorher sehr jung, metallisch. Hätte ich den blind im Glas gehabt, hätte ich gesagt, der hat gerade mal seine 3 Jahre und einen Tag erlebt. Ah, doch, jetzt kommt es ein bisschen durch. Und ich habe auch hier eine Note, die ich ein bisschen merkwürdig finde, die ich so bei diesem Whisky nicht vermutet hätte. Das ist so eine ganz merkwürdige Kräuternote. Merkwürdig nämlich dahingehend, dass ich so ein Jägermeister-Feeling gerade habe. Ich hasse Jägermeister. Also das trinke ich wirklich nur, wenn es nichts mehr anderes auf dem Tisch gibt. Ansonsten lasse ich ehrlich gesagt die Finger davon. Jetzt wird es angenehmer. Die Kräuternote ist jetzt erstmal nicht mehr ganz so vordergründig. Es wird nussiger. Ich kriege Orangennoten. Und auch hier wieder leicht der Honig da. Also der zieht sich wirklich als Charaktereigenschaft durch bisher alle Steamship-Abfüllungen so durch. Ganz leichte Rosinenanklänge. Aber die Fassreifung finde ich hier schwach. Nicht viel in der Nase von zu spüren. Leichte Schokoladenanklänge jetzt habe ich dabei. Jetzt habe ich dabei. habe ich jetzt dabei. Ja, dritter Whisky. Da gehen schon mal die Deutschkenntnisse ein bisschen verloren. Aber er bleibt jung, er bleibt metallisch. Also hier fehlt mir in der Nase eindeutig die Reife. Mal gucken, ob sich das im Geschmack anders widerspiegelt. Hoffen wir mal. Cheers. Puh, auch nicht besser. Auch hier wirkt er sehr jung. Klar, er ist mild vom Alkohol her. Auch keine Ecken und Kanten. Aber er hat dieses Jugendliche, dieses jung, säuerliche, metallische dabei. Puh, ja. Ist jetzt nicht verkehrt, aber in seinem First Fill Oloroso gereiften Sherry Whisky. Nee, also da erwarte ich mir was ganz anderes. Und noch mehr, wenn ich mir den Preis anschaue. 0,7 Liter Flasche, auch hier.
Durchschnittswert 63 Euro, das günstigste 45 Euro, würde ich für diesen Whisky, das, was ich jetzt in der Nase im Geschmack habe, nicht hinblättern. Dafür ist mir, ja, der Whisky zu jung, wenig Fasseinfluss. Bringt einfach nicht diese Reife mit, die andere Whiskys vorher hatten. Die wirken jetzt auch nicht unbedingt sehr alt oder wirken jetzt besonders tiefgründig vom Aroma her, aber die hatten keine Jugend drin. Und dieser Whisky hat das hier. Und das Sherry-Aroma ist wirklich nur leichter. Ich probiere nochmal. Im zweiten Schluck etwas cremiger, etwas leicht schokoladiger, auf keinen Fall in eine bittere Richtung, wirklich hier Milchschokolade. Aber die ganze Zeit diese Jugend dabei, das kann der Whisky einfach nicht verstecken. Und der sticht immer wieder durch. Und dabei diese Kräuternote noch. Also mir gefällt der Whisky nicht so. Überzeugt mich jetzt nicht. Kann ich keine Kaufempfehlung unterm Strich für abgeben. Und der Whisky kostet, wie gesagt, das günstigste 45 Euro. Und ich vertrete ganz klar die Meinung, wenn mir ein Whisky nicht gefällt, dann ist für mich knallhart gesagt jeder Euro zu viel, den ich dafür ausgebe. Ja, muss ich leider so sagen. Kann ich keine Kaufempfehlung abgeben. Für mich persönlich schmeckt mir der Whisky einfach nicht. Tja. Aber ich hoffe mal, dass der letzte Kandidat aus der Steamship Collection mich nochmal überzeugen kann. Und das ist der Bushmills Steamship Port Cask Reserve. Der Bushmills Steamship Port Cask Reserve ist gelagert, wie der Name schon sagt, in Port Pipes. Auch hier wieder, wie gesagt, 40% kühl gefiltert, gefärbt und keine Altersangabe. Preislich, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Durchschnittlich sind wir hier bei 80 Euro. Das günstigste Angebot, was ich aber gefunden habe, ist bei 56 Euro. Oh, so viel besser vom Aroma als der vorherige Sherry Cask gelagerte Bushmills. Kirschen, auch hier wieder der Honig. Marzipan habe ich dabei. Gebrannte Mandeln. Eine leichte Eichenwürze auch. Aber ganz vordergründig ist für mich ja dieses Kirschsaft-Feeling. Und es verbindet sich wunderbar mit diesen süßen Honignoten. Auch hier wieder sticht nichts in der Nase. Man merkt schon, dass man vom Whisky her einen eher niedrigprozentigeren Tropfen hat. Also knapp über 40%, ja, zwischen 40 und 43% hätte man jetzt den blind im Glas. So das Gefühl, was ich hier habe. Vom Aroma aber wirklich schön. Natürlich sehr zart alles. Nichts, was jetzt einem wirklich direkt vom Hocker haut, von der Intensität des Geruchs her. Also, aber schön zu riechen. Hier keine jugendlichen Noten dabei, nichts Metallisches, kein Aroma, wo ich jetzt sage, das gehört für mich jetzt hier nicht rein, das gefällt mir nicht. Nein, also das ist ein schöner Tropfen vom Geruch her. Freue ich mich natürlich umso mehr darauf, wie dieser Whisky letztendlich schmeckt. Cheers! Ach, von der Honigintensität her sehr
kräftig. Das erinnert mich jetzt so wieder an den ersten Whisky, den ich getrunken habe, an den Bushmills Steamship Bourbon Cask. Da war die Honignote genauso stark und der ist hier genauso. Und die Honignote verbindet sich wirklich schön mit diesem Portweinaromen. Was Neues in der Nase bekomme ich jetzt nicht. Ah, dann probiere ich einfach nochmal. Ja, also sehr süß, Portwein, der Honig und die gebrannten Mandeln. Der Abgang, oh, auch hier hätte ich mir gewünscht, dass die Aromen sich länger halten können. Überraschenderweise ein bisschen trocken hinten raus. Und der Honig. Das ist das einzige Aroma, was ich für mich wirklich halten kann im Abgang. Aber ansonsten ein schöner Whisky. Bringt jetzt auch jetzt nicht so viel Tiefgang mit. Er hat seine Aromen, die sind schön, die verbinden sich miteinander. Es ist ein toll aufeinander abgestimmter Tropfen. Aber das ist jetzt auch hier kein Feuerwerk, wo ich sage, da würde ich durchschnittlich 80 Euro für auf den Tisch legen. Die 56 Euro, was wie gesagt das günstigste Angebot darstellt, was ich jetzt gefunden habe, das ist okay. Aber auch mehr nicht. Preis-Leistungstechnisch holt mich dieser Whisky jetzt auch nicht unbedingt ab. Ja, ich komme mal zum Fazit dieser Bushmills Steamship Collection. Wie gesagt, was ich am Anfang gesagt hatte, warum ich auch gerne dieses Vertical Tasting machen wollte, um zu schauen, ob diese Whiskys charakterlich alle vielleicht gleiche Züge mitbringen, die ich in den einzelnen Whiskys wiederfinde. Und das tun sie wirklich. Das ist wirklich sehr schön. In jedem dieser Whiskys finde ich eine ganz klare Honignote wieder und alle wirken vom Alkohol, wie gesagt, sehr mild, sehr abgerundet. Das natürlich erstmal an den 40% liegt und zweitens sind diese Whiskys, wie alle Bushmills Whisky, dreifach destilliert, was den Alkohol nochmal ein Stück weicher gestaltet. Ja, wenn ich mir so die einzelnen Whiskys anschaue, um zu gucken, welchen würde ich mir da eventuell von holen, dann wären meine Favoriten der Bourbon fast gereifte Whisky, weil er ein hervorragendes, ich nehme das hervorragend zurück, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringt. Der Rum fast gereifte Whisky ist auch gut, kommt an den 21-Jährigen ja hinsichtlich einiger Geschmacksnuancen dran, aber unterm Strich für den Preis, wie gesagt, Anfang 90 Euro, einfach zu teuer. Wirklich viel zu teuer. Der Sherry fast gereifte Whisky, den kann ich leider gar nicht empfehlen. Der hat mir subjektiv betrachtet einfach nicht gefallen und damit möchte ich es auch bei diesem Whisky belassen. Der letzte, der Port fast gereifte Whisky, den fand ich auch ganz gut. Vom Preis her etwas besser als der Rum fast gereifte Whisky. Den würde ich dann eher empfehlen, als wie gesagt den Rumcast, weil er vom Preis-Leistungs-Verhältnis etwas besser ist. Aber auch hier meiner Meinung nach ein wenig zu teuer. Tja, das ist das Fazit zu der Steamship Collection. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr was aus dieser Steamship-Reihe probiert habt. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.